Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich fange mal wieder so an. Hier findet ihr mein letztes Video auf meinem zweiten Kanal. Vielleicht habt ihr ja Bock so auf Follow Me Arounds, Follow My Weekends. Einfach mal da draufklicken. Und jetzt geht's los mit den 10 Dingen, ohne die ich nicht leben kann. Das ist ein bisschen ironisch gemeint, ja? Also nehmt es nicht zu ernst. Natürlich kann ich ohne die Dinge leben. Es symbolisiert mehr oder weniger meine momentanen Favoriten, die ich. Ich mache ja nicht monatlich Favoritenvideos und bei mir heißt es eben 10 Dinge, ohne die ich nicht leben kann. Nummer 1: Körperspray Take Care von Bloss. Als ich den in meiner Vegan Box Beauty vor 4 Monaten hatte, war ich total begeistert, weil ich mag so Sprays total gerne und jetzt riecht der halt auch so richtig putrig. Ich hatte mir heute schon überlegt, ah, bestell schon nochmal und so, weil momentan ist gerade bei der Vegan Box portofrei und man kann ja die Sachen einzeln nochmal bestellen und meine Rider ist schon fast leer. Ich glaube, da ist noch so viel drin oder so. Ich mag den total gerne. Der riecht einfach wie frisch gewaschen, frisch geduscht. Ich mag diesen Geruch total gerne. Und wie gesagt, ist schon fast leer, spricht für sich. Ich mag halt solche Sprays echt gerne. Und das Fläschchen kann ich gebrauchen, wird ausgespült und irgendwas Neues reingetan. Vielleicht mische ich mir auch selber irgendwie so ein Körperspray zusammen. Mal überlegen. Mein zweites Produkt ist etwas fettig, wie ich gerade. Okay. Kokosöl. Zum Essen bei mir nicht mehr. Ich mag diesen Geschmack im Essen nicht mehr. Vielleicht in so asiatischen Gerichten, in so Curries oder so, okay. Aber so im Essen an sich irgendwie. Also, ich hatte mal so eine Situation. Blöde Idee von mir. Aubergine wollte ich mit Kokosöl anbraten. Und bei Auberginen ist es halt so: du musst halt erstmal die Pfanne heiß werden lassen und dann die Aubergine reintun. Und die Aubergine hat dieses Fett komplett aufgesaugt. Boah, wenn ich nur dran denke, das hat so überhaupt nicht gepasst. Da hast du diesen Kokosölgeschmack in der Aubergine drin gehabt. Pfui. Und da konnte ich halt auch keine Kokosmilch mehr trinken und so, weil da ist dieser Geschmack ja auch enthalten. Inzwischen geht's wieder. Aber ich verwende Kokosöl als Gesichtspflege zum Abschminken. Ich mache eine Ölreinigung. Dazu mache ich aber noch ein gesondertes Video, weil ja, meine Gesichtspflegeroutine einfach jetzt um einiges minimaler geworden ist, was richtig cool ist. Die letzte Zeit über habe ich noch nicht mal Creme verwendet, sondern nur das und ein gutes Serum. Und falls ihr mir ein Serum empfehlen könnt, mit dem ihr richtig gut klarkommt, das muss vegan und tierversuchsfrei sein, schreibt mir das unten in die Kommentare, würde ich mich freuen. Und ja, das ist halt mein Favorit, weil ich einfach richtig gut damit klarkomme. Video wird es sozusagen damit geben, dazu geben, zu meiner Gesichtsreinigung. Und ja, ein weiterer Favorit ist Chameleon heißt er, glaube ich, ja, von Catrice. Ich verwende den Lidschatten wieder voll gerne. Ich hätte es nicht gedacht. Den gibt es nicht mehr. Der ist jetzt bei mir so ein bisschen lädiert, weil ich habe den depottet und das mögen natürlich Lidschatten nicht unbedingt, ja. Und da hat sich bei mir halt das Pfännchen verbogen und deswegen ist da schon was rausgebrochen. Natürlich war das ein halbes Drama für mich. Ich mag den Lidschatten total gerne. Ich hatte damals auch den Club-Lidschatten von MAC, den habe ich verkauft. Hätte ich vielleicht nicht verkaufen sollen, weil halt dieser Lidschatten schon ein Alleskönner ist. Er ist an sich bräunlich, hat reflektiert aber grünlich und das ist richtig cool. Und das hat der Club von MAC natürlich noch intensiver gemacht. Natürlich würde ich mir heute keinen MAC mehr kaufen, weil vegan, tierversuchsfrei und das ist halt MAC nicht. Deswegen verwende ich jetzt umso lieber gerade diesen Common Chameleon und ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn der leer ist. Aber so schnell wird ein Lidschatten ja auch wieder nicht leer. Also, warum mache ich mir darüber eigentlich Gedanken? Mein nächster Favorit ist tatsächlich Instagram. Also ich habe nie so intensiv Instagram verwendet, wie ich es momentan mache. Und das ist total witzig. Also,
Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich habe von der Marie das Buch gekauft und das hatte ich gestern gepostet. Das kriege ich heute immer wieder so Nachrichten und so. Und sie hat mir auch gestern was unter mein Bild geschrieben. Und man muss selber halt auch aktiv sein und bei anderen gucken. Und ich arbeite jetzt immer mehr mit so Hashtags. Jetzt, die Hashtags hatte ich immer unter meinen Bildern stehen. Aber ich verwende die Hashtags jetzt halt auch, um Profile zu finden. Und ich habe das ein oder andere Profil auch schon über mein Profil vorgestellt. Und bin auch mit sehr viel richtig tollen Menschen in Kontakt getreten und auch mit einigen Abonnenten, die mir dann geschrieben haben, was, du abonnierst mich? Das ist ja voll krass und so. Ja, also ich habe Instagram, gebe ich ganz ehrlich zu, nie so wirklich ernst genommen. Erst so in letzter Zeit. Wirklich erst so in letzter Zeit. Und da beschäftige ich mich auch intensiv mit dem Thema und Instagram ist echt toll, weil man kommt sofort mit den Leuten in Kontakt und ich finde es einfach großartig. Eine Zeit lang war es auf Instagram so, dass diese Gläser total fancy waren. Ja, also noch letztes Jahr irgendwie, da musste jeder so ein Mason Jar haben. Und da musste ich mir natürlich auch so ein Ding kaufen. Mir würden die Dinger besser gefallen, wenn sie keine Henkel hätten. Aber ich habe jetzt einfach mal eine Nachmache mir bestellt. Letztes Jahr über Amazon, die waren relativ günstig, 3 Gläser. Aber bei so günstigen Gläsern ist es halt meistens auch so, die werden sehr schnell trüb. Also hohe Qualität ist es nicht. Ich habe eins, aus dem ich jetzt trinke. Das ist jetzt eins von den 2, die noch rumstehen, eins von den 3, das waren insgesamt 3, ich habe da glaube ich so 15 Euro oder so für bezahlt und meistens trinke ich Shakes daraus, also richtig Stylo-Milo oder Smoothies, das kommt drauf an. Mein nächster Favorit ist tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, also ich habe mich so gefreut, als ich diesen Matcha gesehen habe bei DM, der auch noch vom Preis her richtig cool ist, unter 7 Euro, da kann ich echt nichts sagen, er ist er hat dieses Bio-Siegel, warum eigentlich so kompliziert machen. Und ich liebe halt Matcha, ich trinke Matcha auch gerne pur, obwohl man da halt schon von der Qualität her merkt, ich hatte schon bessere Tees, wesentlich bessere Tees, aber bei mir ist es halt auch so, ich trinke schon sau lange Grüntee und kann da auch die Geschmäcker unterscheiden. Ich unterscheide auch bei Kaffee. Schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht? Und so ist es bei mir auch bei Matcha. Man kann ihn aber auch pur trinken. Pur habe ich ihn auch schon getrunken. Da ist er vollkommen in Ordnung. Er ist eher so ein bisschen milder. Es gibt intensivere Matchas und ich finde, der ist so eine mildere Variante. Aber wer trotzdem noch nie Matcha getrunken hat, ich habe das ein oder andere Video über Matcha gemacht. Ich packe das euch einfach mal in die Sidebar rein. Da könnt ihr mal gucken. Und falls ihr Matcha noch nie getrunken habt, stellt euch so vor, Grüntee in intensiver. Er ist einfach der Espresso unter den Grüntees. Also das ist wirklich krass, dass ich nochmal eine Lippenpflege zeige, weil ich bin nicht so der Lippenpflegemensch. Und ich habe die Mädels früher ausgelacht, die gesagt haben, ja, sie können nur mit der Lippenpflege einschlafen. Jetzt ist das bei mir inzwischen aber auch so, die steht neben meinem Bett und dann wird abends schön hier diesen gemacht. Und das basiert halt auf Kokosnuss und der schmeckt richtig, richtig toll. Den hatte ich, glaube ich, mal in einer Vegan-Box drin, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Trotz allem verwende ich nicht zu viel von Lippenpflege, weil ich brauche das einfach nicht. Ich habe recht schmale Lippen und wer so schmale Lippen hat, der hat nicht so ausgetrocknete Lippen. Und das ist mehr so ein Gimmick zum Schlafen gehen inzwischen, ohne Witz. Also wenn ich echt gerne, dann hätte ich nicht gedacht, dass ich es so gut finde. Ich habe nach einem Bericht von der Stiftung Ökotest meinen Labello weggeschmissen. Den hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Der hat halt Mineralöl. Und ihr müsst euch denken, so Lippenpflege futtert ihr immer mit, ob es
Lippenstift oder Lippenpflege ist, spielt keine Rolle, ja, aber ihr müsst mitberechnen, ihr futtert das mit und ich habe es direkt weggeschmissen und das ist halt so eine Bio-Lippenpflege. Müsst ihr mal in eurem Bioladen gucken oder einfach auch mal gucken bei DM, was ist da alles in der Lippenpflege drin und möchte ich das oder möchte ich das nicht? Mir ist gestern was ganz Witziges passiert. Die Schriftstellerin Parvin hat mir über Twitter geschrieben, als sie meine Rezension von dem Buch gesehen hat. Das ist total witzig. Also bis jetzt bei jedem Buch, was ich vorgestellt habe, hat sich der Schriftsteller auf irgendeine Art und Weise bei mir gemeldet und hat sich bedankt. Also ich erwarte sowas ja überhaupt nicht. Parvin hat sich über Twitter bedankt. Das ist einfach ein richtig großartiges Buch. Ich hätte es echt nicht gedacht. Das ist halt von außen schon super und von innen auch. Ich habe eine Rezension dazu gemacht. Die packe ich euch auch mal in die Seitbar. Da guckt ihr mal rein. Und das ist mein absolutes Lieblingsbuch im Moment, weil da einfach Sachen drin sind, die ich noch nicht kenne. Und durch mein intuitives Essen bin ich einfach extrem neugierig in Sachen Ernährung, was ich noch nicht kenne und was ich ausprobieren möchte. Und ich möchte extrem viel ausprobieren, weil ich halt wirklich 20 Jahre lang, kann man sagen, sehr viel verpasst habe. Mein Lieblingsgetränk im Moment ist das hier. Das ist Orangensirup, den habe ich selber gemacht und selbst dazu habe ich ein Video gemacht. Das packe ich euch auch in die Sidebar. Es gibt nichts Geileres. Ihr müsst nur so ein bisschen in euer Glas geben, nur so ein ganz kleines bisschen und Mineralwasser drauf. Die ganze Sache kalt, lecker. Also ich bin halt so ein Mineralwasserfreund. Ich mag stilles Wasser nicht so gerne. Und der Sirup, der ist so einfach herzustellen. Ich bin auch nicht so der Freund, der extrem lange für sowas in der Küche stehen möchte. Der kocht sich selber ein, den muss man hinterher nur noch abfüllen und fertig. Und einen hohen Kostenaufwand hat man wirklich auch nicht, kann man sagen. Also wenn man günstig an Orangen kommt, super. Ich habe es aus fertigem Orangensaft gemacht. Das geht dann noch schneller. So, und mein letzter und 10. Favorit ist mein, ja, Zweitkanal. Und zwar ist das so, dass ich auf dem Zweitkanal bis vor über einem Monat noch daily gevloggt habe. Und das habe ich jetzt umgestellt. Und diese Umstellung war die beste Entscheidung überhaupt. Jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, freier zu agieren. Ich möchte mich nicht so festfahren auf dem Zweitkanal und möchte halt auch mal unter der Reihe irgendwelche Videos machen. Man muss ja bei YouTube immer so ein bisschen nach dem Logarithmus leben, weil sonst wird man halt einfach verschluckt, kann man wirklich sagen, ja. Und es hat mich schon ziemlich festgefahren, dass ich 7 Tage die Woche Videos gemacht habe und das haben meine Abonnenten auch gemerkt und jetzt ist die ganze Sache einfach freier. Ich mache 2-mal pro Woche Weekly Vlogs und dann halt zwischendrin mal noch irgendwie was, was mich interessiert. Und falls du Bock hast, auf dem Kanal vorbeizuschauen, einfach mal hier klicken, würde mich freuen. Das ist halt mein absoluter Favorit im Moment, weil es mir halt so großen Spaß wieder macht, ja. Es gab wirklich Zeiten, da hatte ich echt überhaupt keinen Bock mehr. Das ist Daily Vlogger, Hut ab, wirklich Hut ab. Marie Meinberg macht gerade die Erfahrung des Daily Vloggers und sie hat hier wesentlich mehr zu tun als ich. Aber irgendwann wird dieses Schneiden so zum Mechanismus, dass es dich irgendwie stellenweise einfach auch nur noch nervt, muss ich wirklich sagen, weil du echt so ein bisschen gezwungen dann auch nach Arbeit ist, dass ja jeden Tag ein Video rauskommt. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich das so mache, kann ich nicht kreativ arbeiten, ja. Und deswegen habe ich die ganze Sache umgestellt. Und es war wie so ein riesengroßer Felsbrocken, der von meinem Herzchen runtergekullert ist. Und jetzt fühlt sich die ganze Sache einfach so geil an. Also falls du Bock hast, schaust du mal vorbei. Und das waren meine 10 Dinge. Ich würde mal sagen, ich rutsche mal auf die Seite, verlinke dir 2 Videos. Ich habe keine Ahnung, welche Videos das sein werden. Vielleicht das letzte 10 Dinge Video und das andere weiß ich noch nicht. Gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.